Dog Tags war die Identifizierung ganz leicht, denn sie hatten alles bei sich, was ihnen gehörte, von Fotos über Bargeld bis zu Uhren, bis zu allem, was zur Identifizierung nötig gewesen ist. Die Deutschen haben zunächst von der schweizerischen Presse erfahren, dass die Amerikaner behaupteten, dort seien 150 oder so amerikanische Soldaten als Kriegsgefangene erschossen worden. Man hat in den ersten 10 Tagen nach der Meldung absolut nichts finden können, um das zu bestätigen. Die interne Reaktion war, dass es muss nicht stichhaltig sein, es muss nur Propaganda sein, weil wir keine Bestätigung finden. Einige Tage später kommt eine offizielle Protestnote, eingeleitet oder weitergeleitet durch das Auswärtige Amt in Bern, also Schweizer als Schutzmacht der Interessen Amerikas. Und da muss das Auswärtige Amt in Deutschland eine Antwort vorbereiten. Und dann haben sie eine erneute zweite Untersuchung veranlasst. Die hat 2,5 Monaten gedauert und sie sind auch wiederum nicht auf Beweise eine bewusste Tötung. Zur gleichen Zeit vertraute US-General Patton seinem Tagebuch völkerrechtswidrige Übergriffe gegen deutsche Kriegsgefangene an. Es ist zu einem bedauerlichen Zwischenfall gekommen. Gefangene wurden erschossen. Ich hoffe, dass dieser Zwischenfall niemals bekannt wird. Derartige Zwischenfälle waren durchaus keine Seltenheit. Und die Opfer waren nicht nur SS-Angehörige und Wehrmachtssoldaten, sondern auch mit Deutschland verbündete ausländische Kriegsfreiwillige, wie diese Franzosen, die sich in Süddeutschland den Alliierten ergeben hatten und wenig später erschossen wurden. Es scheint, dass an mehreren Punkten von mehreren Offizieren, der Befehl gegeben wurde, in Zukunft keine Soldaten der Waffen-SS mehr gefangen zu nehmen. Bekannt ist also, dass der Kommandeur der 828. Infanteriedivision mit dem Befehl 27 sagte: No SS troops or paratroopers will be taken prisoner, but will be shot on sight. Am 27.12. ist ein Massaker bekannt in der Nähe von Mont und Monet, wo 60 Soldaten der Waffen-SS, die sie schon gesammelt hatten, erschossen wurden, in cold blood, wie es hieß. Und am Neujahrstag gibt es eine weitere Episode, dass die Angehörigen der 11. US-Panzerdivision bei Chemogne 21 deutsche Soldaten erschossen, die sich mit einer weißen Fahne aus einem brennenden Haus retten wollten. Als Folge ist man drauf gekommen, dass eine Reihe deutscher Kriegsgefangene mit Kopfschuss getötet worden sind. Die verantwortlichen US-Offiziere und ausführenden Soldaten dieser Kriegsverbrechen mussten sich bis heute vor keinem Gericht verantworten. Doch zurück zu Joachim Peiper. Zusammen mit seinen Männern war er in den Tagen nach den tragischen Ereignissen an der Straßenkreuzung bei Bonnier bis nach La Glaise vorgestoßen und hatte dabei rund 150 weitere amerikanische Soldaten gefangen genommen. Als klar war, dass die Offensive scheiterte, ließ Peiper alle seine amerikanischen Kriegsgefangenen frei. Dass sie die ganze Zeit über einwandfrei und nach den Vorgaben der Genfer Konvention behandelt worden waren, bestätigte einer von ihnen, Major Hal McGowan, im späteren Prozess gegen Peiper. Nach Kriegsende begannen die Amerikaner eine intensive Suche nach Angehörigen der 1. SS-Panzerdivision, insbesondere nach Männern der Kampfgruppe Peiper. Über 1000 ehemalige Soldaten der Waffen-SS kamen in eigens errichtete Sonderlager. Die Angehörigen der Gruppe Peiper wurden isoliert und in das Gefängnis der württembergischen Kleinstadt Schwäbisch Hall eingeliefert. Hier warteten bereits Vernehmungsoffiziere der sogenannten War Crimes Commission, die bei der Wahl ihrer Befragungsmethoden nicht zimperlich waren. Trotz meterdicker Gefängnismauern hörten die Bewohner von Schwäbisch Hall wochenlang die Schmerzensschreie der Gefolterten. Folterungen gingen wirklich bis in den dritten Grad.
Man zerschlug den Männern die Hoden, ich erwähne das ausdrücklich, weil damit eigentlich wieder die Brücke zu Abu Ghraib gezogen wird. Aber man drückte Zigaretten auf ihre Hand aus, zerschlug ihnen die Zähne, mehrmals, bei mehreren war der Kiefer zerbrochen, der Gummiknüppel war das Instrument, mit dem sie behandelt wurden, und alle, eigentlich alle, verließen die Vernehmungszimmer wieder blutend. Obwohl seitdem Jahrzehnte vergangen sind, haben die Misshandelten bis heute geschwiegen. Erst nachdem die Medien in jüngster Zeit über US-Folterungen in irakischen Gefängnissen berichteten und Fotos die Vorgehensweise amerikanischer Verhörspezialisten belegen, waren die letzten noch lebenden Augenzeugen bereit, das Schweigen zu brechen. Ihre Aussagen sind ebenso schockierend wie erschütternd, und nicht wenige der aufgezeigten Einzelheiten zeugen von einer Kontinuität US-amerikanischer Verhörpraktiken, die offenbar von Landsberg bis Abu Ghraib unverändert geblieben sind. Die Betroffenen leiden bis heute unter den Spätfolgen der Misshandlungen, die bereits bei der Einlieferung in das Gefängnis von Schwäbisch Hall begannen. Von dem LKW bis zur Zelle wurden wir im Laufschritt unter Knüppel Hieben der Pfosten gejagt unter dem bekannten Zurufen Max Neo, Neo, Neo. Geschlagen mit Fußtritten und Knietritten im Bauch und Geschlechtsteile, also an Schlägereien bis in die Zelle rein. Als besonders grausam empfanden die Gefangenen die schwarzen Kapuzen, die ihnen die Wächter bei jeder Gelegenheit über den Kopf zogen. Sobald man abgeholt wurde in der Zelle, kriegte man die Kapuze übergezogen. Man wurde dann geführt. Ja, auch die Hände wurden gebunden. Und dann wurde man die Treppen runter und dann wieder auf der anderen Seite die Treppen hoch. Dann wurde man geführt und blieb dann eben dort vor der Vernehmungszelle blieb man stehen. Und das war ja das, da Amerikaner die Gummistiefel anhatten. Da wusste man nie, kommt jemand oder kommt nicht. Und dann auf einmal kriegt man einen Tritt in den Hintern oder ein paar Schläge in den Magen. Das war gang und gäbe dort. Ja. Hatten ja jedes Mal eine schwarze Kapuze über, die blutverkrustet war, wurde aufgezogen und da standen wir vor den Vernehmungszellen. Und wer da geschlagen hatte, konnte man nichts sehen. Das sollte der totalen Isolierung mit beihelfen. Und die waren zum Teil so mit Blut verschmiert, die Kapuzen, dass es einen direkt angeekelt hat. Es gab auch andere Foltermethoden, dass Streichhölzer unter die Fingernägel getrieben wurden und die angezündet wurden. Und es gab andere Foltermethoden, wo in den Magen geschlagen wurde mit der Faust oder mit dem Fuß. Oder es gab andere Foltermethoden, wo Zähne ausgeschlagen wurden. Nichts zu trinken gekriegt. Aus der Kloschüssel mussten wir unser Wasser trinken. Alle Foltermethoden dienten nur einem Ziel. Die Gefangenen sollten die Existenz eines Befehls zur Erschießung amerikanischer Kriegsgefangener zugeben. Der Nachweis eines solchen Befehls würde die Version des angeblichen Massakers durch die Kampfgruppe Piper an der Kreuzung bei Bonnier stützen und gleichzeitig die Waffen-SS als verbrecherische Organisation entlarven. Um die Beweisfindung zu beschleunigen, legten die US-Vernehmungsspezialisten den Gefangenen immer wieder fertig formulierte Geständnisse vor, die diese nur noch unterschreiben mussten. Oft hat man Sachen diktiert, wo überhaupt mit der Wahrheit überhaupt nichts zu tun hatten. Und halb bewusstlos durch diese Misshandlung soll ich manches unterschrieben haben, was ich aber dann hinterher gleich widerrufen habe und gesagt, das stimmt doch nicht. Ich habe Befehle zu Gefangenenerschießungen sowie Gefangenenerschießungen selbst habe ich nie erlebt. Um eine Unterschrift unter die vorformulierten Aussagen zu erzwingen, nutzten die Verhöroffiziere rücksichtslos die psychische Anspannung der oft blutjungen Männer aus. Wer bereit war, einen ehemaligen Kameraden zu belasten, erhielt das Versprechen, damit seinen eigenen Kopf vor dem Galgen zu retten.
Die so erpressten Geständnisse wurden dann den anderen Gefangenen vorgelegt, um diese unter Druck zu setzen. Perl hat mir eben ein Geständnis von Hennecke, ein sogenanntes Statement, vorgelesen, in dem er detailliert geschildert hat, dass ein Befehl von Sturmführer Pötschke an ihn erteilt wurde, überbracht durch mich. Er möchte von seiner Kompanie ein Schießungskommando zusammenstellen. Ich erklärte dem Olaf und Perl, dass ich mich an einen solchen Fall nicht erinnern könnte, worauf der Perl sagte, ja, vielleicht haben Sie als Adjutant Wichtigeres zu tun gehabt. Schreiben wir das so, Sie haben Wichtigeres zu tun gehabt, Sie können sich nicht daran erinnern, aber es wäre möglich gewesen. Wir sind dann in die Räume reingeführt worden und dann kamen die einzelnen Vernehmer, wie bei mir der Mr. Don und der Mr. Bill. Und dann hat mir die Aussagen von den Leuten gezeigt. Und da habe ich gesagt, das kann nicht sein, da ich niemals einen Befehl gegeben habe zum Erschießen von Gefangenen. In Schwäbisch Hall hat neben mir Freimut gelegen und den haben sie in Einheit verlangt. Und dann hat er mir am anderen Morgen durchs Fenster geschrien oder abends vielmehr. Sie haben ihn in Einheit abgepresst, er kann nicht mehr leben. Und dann hat er sich dann aufgehängt am Fensterkreuz. Nach der Prügelei, wie ich dann, da habe ich gesagt, jetzt doch gleich. Aufhängen tun sie dich sowieso, also kannst du auch das zugeben und dann spielt es keine Rolle mehr. Die lassen mich dann zumindest in Frieden. Ich habe dann eben alles geschrieben, was er da haben wollte. Und hatte mir allerdings auch angedroht bei der Prügelszene, sagt er, dass ich sollte dem meinen Ordnanzoffizier, sollte ich unter Sturm Reiser, den sollte ich belasten. Er hätte mir den Befehl gegeben. Und ich habe gesagt, das stimmt ja gar nicht. Na, das stimmt nicht. Und dann hat er gesagt, gut, dann werden Sie das selbst bereuen. Ich habe ein sogenanntes Geständnis, wo meine Unterschrift gefälscht ist. Selbst vor Scheinhinrichtungen schreckten die Folterknechte nicht zurück. Da haben sich die als Richter ausgegeben, haben mich an Galgen geführt und wollten mich aufhängen und sagen, sie haben noch eine Chance, wenn sie alles zugeben, dann werden wir sie begnadigen. Wenn sie alles zugeben, können wir ihnen zur Heimkehr und versprechen ihnen auch, dass wir ihre Eltern beschützen. Aber wenn sie uns nicht helfen, sagen wir ihnen gleich, dass sie hingerichtet werden und ihre Eltern auch. Man hat in Schwäbisch Hall mir einen Prozess gemacht und zum Tode verurteilt und dann abgeführt in den Nebenraum, wo ich dann aufgegangen wurde, stranguliert und bin dann in meiner Zelle wieder aufgewacht. Es gab in den Zellen Vorrichtungen, wo ein Seil mit einer Schlinge installiert war. Die Schlinge wurde dem um den Hals gelegt und schön langsam hochgezogen, bis er nur noch auf den Fußspitzen stehen konnte. Und dann noch ein bisschen, bis er merkte, jetzt geht's um sein oder nicht sein. Ende April 1945 hatten die Amerikaner das Lager Dachau befreit.
Die dabei offenkundig gewordenen Verbrechen gaben den Ausschlag, am gleichen Ort auch die sogenannten Kriegsverbrecherprozesse gegen deutsche Angeklagte durchzuführen. Eines dieser Verfahren, der sogenannte Malmedy-Prozess, begann am 16. Mai 1920.